Devin Arthurs wird beschuldigt, seine Mitbewohner Jeremy Himmelman und Andrew Wanchuk in ihrem Apartment in Tampa, Florida, getötet zu haben. Arthurs sagte dazu, dass die beiden seine neue Religion nicht respektiert hätten, als er vom Neonazi zum Moslem wurde. Hallo Leute und herzlich willkommen hier bei True Crime, Täter überführt. Danke fürs Reinklicken. Tampa, Florida, 19. Mai 2017. Der 18-jährige Neonazi Devin Arthurs stürmt in ein Tabakgeschäft und nimmt 3 Geiseln. Als die Polizei eintrifft, ergibt er sich und gesteht ein schreckliches Verbrechen. Er habe 2 seiner Mitbewohner, Andrew Wanchuk, 18 Jahre alt, und Jeremy Himmelman, 22 Jahre alt, in ihrer gemeinsamen Wohnung erschossen. Das Motiv? Arthurs sei kürzlich zum Islam konvertiert und die beiden jungen Männer, ebenfalls Neonazis, hätten dies nicht akzeptiert. Und tatsächlich fand die Polizei dann auch die leblosen Körper der beiden in dem genannten Apartment und traf außerdem auf den 3. Mitbewohner von Devin Arthurs, Brandon Russell, der weinend vor der Wohnung saß. Arthurs, der laut eigenen Angaben schon länger mit psychischen Problemen zu kämpfen hat, wurde natürlich umgehend zum Verhör gebracht und sollte den zuständigen Ermittlern alles erklären. Wobei zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnen konnte, was für eine Dimension der ganze Fall annehmen würde. Denn Arthurs, Russell, Wanchuk und Himmelman gehörten allesamt derselben Neonazi-Organisation an, der sogenannten Atomwaffendivision. Doch dazu etwas später mehr. Hören wir uns doch erst an, was Devin Arthurs den Ermittlern im Verhör so alles zu berichten hatte. Denn im Verhörraum sollte sich seine vorherige Geschichte schon bald wieder ändern. Denn seiner Meinung nach ist er wohl ein Held, der das Leben von Tausenden von Menschen gerettet und die beiden ehemaligen Kameraden eben nicht nur deshalb umgebracht hat, weil sie seinen neuen Glauben nicht respektiert haben. Für die Aufnahme. Mein Name ist Kenny Nicklinger. Ich bin Detective bei der Polizei. Außerdem ist Kenny Sandel hier, ebenfalls von der Polizei von Tampa. Wir befinden uns hier im Polizeihauptquartier auf der North Franklin Street 411. Es geht um eine Mordermittlung. Und die Fallnummer lautet 17-260-921. Das Datum der 20. Mai 2017. Es ist circa 1.24 Uhr. Ebenfalls anwesend ist... Nennen Sie Ihren Namen bitte selbst für die Aufzeichnung. Mein Name ist Devin Sean Ryan Arthurs. Und Ihr Geburtsdatum bitte? Mein Geburtsdatum ist der 18. März 1999. Und, bevor ich Ihnen Ihre... Sind Sie mit den Miranda-Rechten vertraut? Ja, Sir. Wurden Sie Ihnen schon einmal vorgelesen? Sie wurden mir auf dem Weg hierher vorgelesen. Auf dem Weg hierher wurden Sie Ihnen vorgelesen? Ja. Okay, haben Sie sie gleich verstanden, als der Officer Sie Ihnen vorgelesen hat? Ja, ich hatte keine Fragen. Ich werde es Ihnen trotzdem noch einmal vorlesen. Nicht böse sein, ich möchte Sie nicht beleidigen. Aber es ist zu Ihrem Schutz. Ja. Und bevor ich das tue, möchte ich sicherstellen, dass ich es hier mit einem Individuum zu tun habe, das bei klarem Verstand ist. Stehen Sie unter dem Einfluss irgendwelcher Substanzen, Alkohol oder irgendwelchen? Nein, ich bin komplett nüchtern. Okay. Keine rezeptpflichtigen Medikamente? Nein. Keine Erkältungsmittel? Nein. Okay. Wurde bei Ihnen jemals eine Geisteskrankheit oder so etwas diagnostiziert, die Ihre Fähigkeit in Unterhaltung zu führen einschränken könnte? Also, dass Sie zum Beispiel nicht verstehen, was Sie sagen oder was ich sage? Nein, ich erhielt nie eine solche Diagnose. Aber ich wünschte, ich wäre in ein Krankenhaus gegangen, vor dem hier. Ich wünschte, ich hätte auf meine Familie gehört und einfach, naja, ich wünschte, ich hätte darüber nachgedacht, was Sie mir geraten haben und so weiter. In Bezug worauf? Bezüglich, Sie wissen schon, da hinzugehen und mir ärztliche Hilfe oder so zu holen. Okay, also Sie haben bereits mit Ihrer Familie darüber gesprochen. Ja, aber es ging hauptsächlich um Depressionen und solches Zeug, aber es ging niemals um so etwas Ernstes wie... Mord? Ja. Nehmen Sie deshalb irgendwelche Medikamente ein, oder? Nein, an diesem Punkt war ich nie. In Ordnung. Also bis zu diesem Punkt haben Sie alle Unterhaltungen verstanden, die Sie geführt haben mit Polizisten und anderen Leuten, die Ihnen begegnet sind. Ja. Und Sie verstehen auch unsere bisherige Unterhaltung. Ja, das tue ich. Okay. Nachdem das nun geklärt ist, möchte ich, und noch einmal, ich möchte Sie damit nicht beleidigen, aber ich muss einfach sicherstellen, dass Sie in der Lage sind, mir zu folgen. Ja? Also Ihr Bildungsgrad. Wie lange waren Sie in der Schule? Ich bin abgegangen. In welcher Klasse?
Ich habe die Schule in der 10. Klasse verlassen. 10. Klasse? Ja. Die jüdische Schule hier in Tampa? Nein, ich ging in Orlando zur Schule. Orlando? Ja, in die Orlando High School. Okay, und in der 10. Klasse sind Sie abgegangen? Haben Sie die 10. abgeschlossen? Nein, ich ging Mitte des Jahres ab. Okay, Sie sind also in der Lage, die englische Sprache zu lesen und zu schreiben? Ja. Sprechen Sie auch noch andere Sprachen? Nein. Okay. Verstehen Sie diese Rechte? Dann setzen Sie hier Ihren Namen ein. Ja. In der Ecke oben links und auch Ihre Initialen. Hier? Ja, und die Initialen hierhin. Soll ich das hier ankreuzen? Ja, das können Sie ankreuzen. Okay. Sehr gut. Und dann trage ich... Hierhin kommen die Initialen. Okay, mein Fehler. Naja, ist für Sie ja auch ziemlich neu. In Ordnung. Und dann noch einmal hier unten. In Blockschrift und als Unterschrift bitte. In Ordnung. Erledigt. In Ordnung. Alles, was ich jetzt noch tun werde, ist, hier meinen Namen hinzuschreiben. Also meinen und Detective Sandals Namen. Und noch einmal, heute ist der 20. Mai. In Ordnung. Eine Frage. Ja? Bevor ich ins Gefängnis komme, kann ich bitte mit einem Arzt sprechen? Man sagte mir, dass ich mit einem Arzt sprechen könnte, bevor ich dahin Natürlich. Komme. Ich meine, ich arbeite nicht im Gefängnis, aber wenn wir dort ankommen, erklären wir es Ihnen. Haben Sie auch irgendwelche körperlichen Beschwerden? Nein. Alles, was wir wollen, ist die ganze Wahrheit. Das ist alles. In Ordnung. Ich werde sie euch liefern. Diese Leute, ich werde euch ganz genau erzählen. Von Anfang an bitte. Erzählen Sie mir bitte, worum es überhaupt geht. Die Atomwaffendivision ist eine terroristische Organisation. Es ist eine Neonazi-Organisation, der ich angehörte, bevor ich konvertierte. Wie heißt sie? Atomwaffendivision. Okay. Und ich erinnere mich, mein Zimmergenosse Brandon, er ist am Leben, der Kerl in der amerikanischen Uniform. Ich hoffe, er kriegt seinen Kram geregelt. Ich hoffe, er kriegt sein Leben in den Griff. Er ist ein guter Mensch, aber die Dinge, die sie planten, waren schrecklich. Sie planten, Bomben zu legen zwischen unzähligen Menschen. Sie planten, Zivilisten zu töten. Was genau wollten sie tun? Hatten sie konkrete Pläne? Stromleitungen, Nuklearreaktoren... Synagogen, solche Dinge. Und der Grund dafür, warum ich das erwähne, ist, und das werdet ihr selbst sehen, wenn ihr da reingeht und die riesige Azov-Regiment-Flagge findet. Das Azov-Regiment ist eine Organisation in der Ukraine, eine NS-Bewegung, die Menschen kreuzigt und auch schon vielen anderen Menschen geschadet hat. Ich bin direkt von dort gekommen. Diese Menschen waren keine guten Menschen. Wir stoppen ganz kurz. Falls es euch so ähnlich wie mir ergehen sollte und ihr noch nichts vom Azov-Regiment gehört habt, findet ihr im ersten angepinnten Kommentar den Link zu einem offiziellen Bericht der deutschen Bundesregierung, der den folgenden Titel trägt: Zum ukrainischen Regiment Azov und zur möglichen Verstärkung durch deutsche Freiwillige aus dem rechtsextremistischen Milieu. Sie kamen direkt woher? Aus der Ukraine, dem Konflikt. Okay, und Sie haben es Ihnen dann gegeben? Nein, entschuldigen Sie, nicht ich komme direkt von dort, sondern die Flagge. Ich erzähle das nur, um einen Kontext zu liefern. Und wie sind Sie dann eigentlich in diesem Apartment gelandet? Ich erinnere mich, warum sind Sie dort eingezogen? Wie lief das genau ab? Ich werde es Ihnen erklären. Ich werde einfach von vorn beginnen, also diesen Ideologien und so weiter. In Ordnung. Als ich 14 war, kam ich zum ersten Mal mit solchen Organisationen und so weiter in Kontakt. Organisationen welcher Art? Neonazis. Ich erinnere mich, dass ich konvertierte, als ich 17 war. Zu welchem Glauben? Dem Islam. Ich bin also, den rassistischen Ansichten entwachsen. Sie kamen mir irgendwie dämlich vor und wisst ihr, ich sympathisiere mit radikalen Gruppen aus dem Nahen Osten. Und ich war sehr, sehr verärgert über die kollektiven Bombardements. Also ich meine, an diesem Tag habe ich mir Videos angesehen von Säuglingen, die wegen amerikanischer Bomben sterben mussten. An welchem Tag? War das heute? Und das war, was mich wahnsinnig gemacht hat. Also so richtig. Und ich habe auch Posts in einem verschlüsselten Chat gesehen von anderen Mitgliedern darüber, dass sie Schwarze töten wollen und wie sie... Mitgliedern wovon? Derselben Organisation zu... Welcher Organisation? Atomwaffendivision. Also von der sie zuvor angehörten? Ja, der ich auch angehörte. Und ich lebte dort, denn ich lebte dort hauptsächlich mit dem Kerl in der amerikanischen Uniform, Brandon. Brandon? Und er ist ein ernstzunehmendes menschliches Wesen, mit dem gerechnet werden muss. Was genau sagte er so? Er sagte so etwas wie, ich möchte Flüchtlingsschiffe in die Luft jagen, und sie würden auch so etwas sagen wie, dass sie speziell Schwarze ins Visier nehmen, so wie Dylan Roof es tat. Diese Leute waren nicht einfach nur unschuldige Menschen. Sie waren nicht einfach nur meine Mitbewohner. Das will ich sagen.
Dylan Roof erschoss 2015 mit 21 Jahren 9 Afroamerikaner in einer Kirche in Charleston, wobei es sich den Behörden zufolge um ein reines Hassverbrechen handelte. Am 10. Januar 2017 wurde er von einer Jury zum Tode verurteilt. Aktuell erwartet er seine Strafe im Todestrakt eines Hochsicherheitsgefängnisses. Haben Sie jemals etwas Schlimmes angestellt, von dem Sie wissen? Also im Detail, vielleicht waren Sie auch beteiligt. Wir haben niemals jemanden ins Visier genommen, aber wir hatten Pläne. Wir hatten ein paar Jungs in der amerikanischen Armee, die tatsächlich in Militärbasen gegangen wären und eine Riesenmenge an Ausrüstung gestohlen hätten. Wir sprechen da von Kevlar-Westen, Nachtsichtgeräten und solchem Zeug. Immer mit der Intention, damit kriminellen Aktivitäten nachzugehen. Das heißt, Regierungsgebäude und Menschen ins Visier zu nehmen. All das betrifft die Gruppe, der Sie angehörten? Ja, Sir. Und noch etwas, es ist, naja, die Moralvorstellungen dieser Gruppe und wie diese Leute denken. Ich erinnere mich, und ich habe das in der Vergangenheit selbst getan, ich erinnere mich, wie wir dem Azov-Regiment in der Ukraine geholfen haben, indem wir die Telekommunikation hackten. Also wir hackten Elektrizitätswerke und schalteten den Strom ab. Und ich erinnere mich an einem Artikel, in dem stand, dass ein Dutzend Menschen erfroren waren. Und da schämte ich mich, wirklich, furchtbar. Weil Sie daran beteiligt waren? Ja, und ich schämte mich. Ich erinnere mich, es war beängstigend, denn ich wusste, dass alles so weiterlaufen würde wie bisher. Ich würde weiter jeden Tag aufmachen und meine Mutter würde mir einen guten Morgen wünschen. Sie hätten keine Ahnung. Ich erinnere mich, dass ich mit einigen Menschen darüber sprach, die der Organisation angehörten. Sie fingen an zu lachen. Sie dachten, es wäre zum Schreien. Und das hat mich total entsetzt, denn wisst ihr, ich war so ein Idiot, dass ich weiter dort lebte, dort in dieser Situation, in diesem Apartment. Wie lange leben Sie schon dort? Ich lebe seit einigen Monaten dort. Einige Monate? Denn meines Wissens hat Brandon das Apartment erst vor ungefähr 1,5 Monaten gemietet. Ja, ungefähr 1,5 Monate. Entschuldigen Sie. Okay, also Sie leben dort, seit Brandon es angemietet hat. Ja. Okay, und die anderen beiden Kerle, waren die... Die waren erst seit ein paar Wochen da. Also ihr seid zuerst eingezogen und sie danach? Ja. Okay. Diese Leute machten Scherze darüber, Flüchtlingsschiffe hochzujagen, und sie hatten den Sprengstoff. Sie hatten die Pläne. Sie führten verschlüsselte Unterhaltungen. Diese beiden Individuen, oder? Die komplette Organisation. Okay. Wie lange kannten Sie die beiden Kerle? Ich lernte die beiden vor etwa einem Jahr kennen. Okay. Wo haben Sie sie getroffen? Zuerst online und dann bin ich bin nach Boston. Brandon hing schon seit... Lernten Sie Brandon auch online kennen? Ja, habe ich. Auf einer speziellen Internetseite, oder? Die existiert nicht mehr. Wie hieß sie? Sie hieß TinyChat. TinyChat.com ist die Adresse. TinyChat? Ja, TinyChat. Also klein, tiny. Ja, aber es ist so, dass TinyChat eher wie YouTube ist. Man hat Channels und so weiter. Aber die richtige Seite, auf der sich Faschisten organisieren, heißt, und es gibt auch noch... Und sind das dann Social-Media-Gruppen oder? Ja, aber mit eigenen Webseiten. Und ich weiß alles über diese Seiten und welche Menschen jeweils dahinter stecken. Und ein ganz kurzer Einschub meinerseits. Ihr merkt schon, Devin Arthurs hat eine Menge verstörender Dinge zu erzählen. Und diesen Dingen muss im Anschluss an dieses Verhör natürlich auch entsprechend nachgegangen werden. Ich denke einfach, was? Als die Polizei vor Ort auftauchte, sah sie, dass da Sprengstoff in der Garage war. Sie können, wenn Sie auf die Computer zugreifen, werden Sie eine Menge an verschlüsselten Chatverläufen finden, von der Organisation selbst. Und dann wäre es leicht, jedes Mitglied... Waren diese drei Kerle angesehene Mitglieder der Organisation? Brandon ist der Anführer und Gründer der Organisation. Ist er? Ja, und ich war auch einer der Gründer. Ich erinnere mich, wie... Wie viele Anhänger habt ihr? Ich meine, wie viele Mitglieder hat die Organisation? 60 bis 70. Weltweit, landesweit? Landesweit. Und diese Leute empfinden keine Empathie, wie wir es tun. Naja, es ist schwer zu beschreiben. Ich wünschte, ich könnte zurückgehen und es anders machen. Ich würde mich selbst in ein Krankenhaus einweisen, um an meinen Wutproblemen und meiner Fähigkeit zum rationalen Denken zu arbeiten. Wobei ich nicht glaube, dass das hier eine Rolle gespielt hat. Ich denke, das hier geht über Wut hinaus. Ich denke, dass das etwas tiefer reicht. Ich denke, es ist mehr eine Leidenschaft, dass Sie jemand sind, der leidenschaftlich gern Gutes für die Menschen tut. Erzählen Sie diese Kerle heute, führen Sie mich durch den Tag. Wart ihr den ganzen Tag dort, ihr alle drei?
Ja, wir waren alle drei dort, außer er ging kurz etwas arbeiten. Er arbeitete in einer Wiederaufbereitungsanlage und ich erinnere mich, er kam nach Hause und ich erinnere mich, naja, ich war gerade in diesen verschlüsselten Chats, in denen all das gesagt wurde. Welcher verschlüsselte Chat? Der nennt sich Wire und W-I-R-E? Ja, Wire. Es ist ein verschlüsselter Chat und da gibt es einen Atomwaffen-Chat und die Leute sprechen da über solche Dinge wie Anschläge, Raubüberfälle, also darüber Militärbasen zu überfallen und solches Zeug. Okay, ja, und lassen Sie mich Sie Folgendes fragen und verzeihen Sie mir, aber ich versuche nur, also Sie bringen mir in diesem ganzen Prozess einiges bei. Ja, und ich sitze hier wie ein Schüler und stelle Fragen, aber Sie sagten, Sie sind gläubig? Ja. Welche Religion? Ich bin ein Moslem. Okay, hat das auch etwas mit der Organisation zu tun, der Sie angehört? Nein, nein, überhaupt nicht. Also, wie lange sind Sie schon ein Moslem? Ich bin seit Juni 2016 ein Moslem. Also eher seit kurzem? Ja. Sind Sie dann weiterhin ein Teil dieser Organisation geblieben oder war das ungefähr, als Sie mit dieser Organisation... Meine Hauptverbindung zu dieser Organisation ist, also ich war aus Notwendigkeit ein Teil davon. Ich brauchte einen Platz, um Abstand von meiner Familie zu haben. Nicht, dass damit etwas nicht stimmen würde, ich hätte bei meiner Familie leben sollen. Ich wollte einfach nur aus dem Haus kommen und so weiter. Und ich habe versucht, ich brachte einige Menschen dazu, viele dieser Überzeugungen aufzugeben und so weiter. Und ich bin dankbar dafür, dass ich so etwas tun konnte. Und deshalb habe ich mich beteiligt. Es ging mir hauptsächlich darum, die Menschen von diesem Mist fernzuhalten. Und im Grunde... Von Anfang an? Nein, ich war schon ein Teil davon, als ich konvertierte. Ich habe nur, als ich konvertierte, kam mir irgendwie die Frage, warum ich eigentlich da drin bin. Ich konnte aber auch nicht einfach raus. Wenn ich sie verlassen hätte, hätten sie mich wahrscheinlich umgebracht oder so etwas. Ich wäre entweder umgebracht oder sonst wie zum Schweigen gebracht worden. Aber indem ich das nicht tat, also letzten Endes war es wohl auch so, um zu versuchen, die Menschen zu überzeugen. Während ich dort war, also im Grunde darum, sie zu überzeugen. Tut das nicht. Werft euer Leben nicht weg. Aber Sie machten kein Geheimnis aus Ihrem Glauben, Brandon und so gegenüber. Richtig? Mhm. Sie wussten also, was los war. Ja. Und Sie wurden aber trotzdem weiterhin toleriert? Ja, Sie tolerierten mich. Ja, taten Sie gerade so. Aber warum? Warum? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich denke, Brandon und ich haben wohl einfach eine wahrhaftige Verbindung. Okay. Also, ich erinnere mich, wie er im anderen Raum war und sagte, also ich hörte den Begriff HMTD mit Bezug auf den Sprengstoff. Ja, das haben wir besprochen. Hast du davon schon gehört? Hundertprozentig. Ich weiß, dass diese Menschen ganz genau wissen, wie man eine... Sie wissen exakt, wie man eine Bombe baut, die dieses ganze Gebäude zerstören könnte. Wer sind diese Menschen? Atomwaffe. Ja, diese Menschen... Also nicht nur diese drei Individuen, die gehören nur dazu. Ja, sie... Brandon ist tatsächlich jemand, der alle Kenntnisse besitzt, um eine Atombombe zu bauen. Und das sage ich nicht nur so. Er ist jemand, der tatsächlich 4 Jahre lang zur Schule ging, um speziell etwas über atomare Strahlung zu lernen, nur um eine Atombombe zu bauen. Befindet sich so ein Material im Apartment? Nein, da ist kein radioaktives Material. Obwohl doch, tatsächlich befindet sich radioaktives Material in der Garage. Da ist etwas davon. Okay, was ist sonst noch alles in dieser Garage? In dieser Garage ist HMTD, ja, dieser Sprengstoff, und etwas Ammoniumnitrat, glaube ich. Und ich weiß, dass da etwas radioaktives Material ist, das er über die Bahamas ins Land brachte, denn er ist ein Bürger der Bahamas und so konnte er es hereinschmuggeln. Wie tat er das? Einfach über den Flughafen. Es gelang ihm, die Leute, die dort arbeiten, auszutricksen. Okay, und wissen Sie, wird es in der Garage in einem speziellen Gefäß aufbewahrt oder? Es ist entweder in der Garage oder im Vorratsschrank in seinem Zimmer. Okay. Es ist kaum zu verfehlen, denn da hängt eine riesige Nazi-Flagge über einem Großteil der Ausrüstung, der Munition und so weiter. Okay. Wisst ihr, je mehr ich euch erzähle, desto besser erkennt ihr das riesige Ausmaß des Ganzen. Ja, ja, also das ist, absolut ernstzunehmendes Zeug. Also, ich meine... Wie ich sagte, dem Ankämpfen gegen diese, Sie wissen schon, fehlgeleiteten Individuen, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Also, Sie wissen schon, ich denke, wir sollten uns hier wirklich Mühe geben. Und es ist wirklich, was mich außerdem wirklich schockiert ist, also, dass viele dieser Organisationen, sie sind überall in Amerika, überall in Europa und so weiter. Das sind Menschen, die durchgehend Pläne schmieden, um Migrantenzentren zu sprengen, durchgehend daran arbeiten, wie sie Regierungsgebäude sprengen können. Genau solche Gebäude wie das, in dem wir hier sitzen und so weiter. Wissen Sie, das ist eine ernste Sache. Sie haben eine...
Und nochmal, ihr müsst mir im Grunde beide schwören, dass das hier nicht veröffentlicht wird. Ich kann euch bestimmte Informationen nicht liefern, wenn die Kamera noch läuft. Was ich machen kann, ist, ich kann manche Passagen im Bericht schwärzen, okay? Sensible Informationen in Ordnung, wenn sie als sensibel eingestuft wurden. Und das klingt auf jeden Fall danach. Es weist alles in diese Richtung. Ich erzähle euch von Dingen, die auch das FBI hören sollte. Okay. Und ich erzähle euch Dinge, die, ihr wisst schon, Geheimdienste in ganz Amerika. Ich versuche nicht Schizoid zu klingen, denn ich weiß, dass ich mich gelegentlich verhasple und so weiter. Nein, sie geben sich ganz, kontrolliert, sie machen das gut. Nur weiter. Und diese Menschen, ich meine, ich weiß, dass sie in Russland, Weißrussland und der Ukraine, wir sprechen über Menschen, die in die NATO eingebettet sind und die NATO weiß das noch nicht einmal. Menschen, die buchstäblich Menschen kreuzigen oder verbrennen, mitten in der Ukraine, denn dort gibt es Kriegsgefangene, die von Separatisten festgehalten werden. Es ist der Horror. So wie diese Leute in Deutschland, die im Grunde planen, Sprengfallen auf den Straßen von Dünkirchen und in der Nähe von Berlin zu platzieren und solches Zeug. Flüchtlinge in Bussen ins Visier zu nehmen und so weiter. Leute, wir stoppen noch einmal ganz kurz. Ich möchte an dieser Stelle zwar nicht allzu weit vorgreifen, aber so viel sei trotzdem schon einmal gesagt. Devin Arthurs ziemlich wahnhaft wirkende Aussage trägt mehr Wahrheit in sich, als man zunächst glauben würde. Ich weiß, wir sprechen hier über Dinge, die einen größeren Maßstab betreffen und ich können Sie vielleicht darauf zurückkommen. Worauf, Amerika? Naja, nicht nur Amerika, noch spezifischer. Lassen Sie uns über Ihr Apartment sprechen. Euch vier Kerle in diesem Apartment. Lassen Sie uns darauf zurückkommen, warum Sie konvertiert sind. Was war der Auslöser dafür? Sind Sie über etwas gestolpert? Ja, ich erinnere mich, dass ich über den Koran gestolpert bin und damit begann ihn zu lesen und ich dachte mir so, diese Konfession ist wesentlich besser als all dieses... Und wie sind Sie darüber gestolpert? Er flog mir zu. Ich wollte sehen, worum es da eigentlich geht. Ich wollte sehen, ob das, was mir erzählt worden ist, wahr war. Und ich lag falsch damit, was ich über diese Menschen dachte. Ich lag auch falsch damit, wie ich über bestimmte Menschen dachte. Ich realisierte, dass ihr wisst schon, es keinen Sinn ergibt, nur seinem Hass und so weiter freien Lauf zu lassen. Es ergibt keinen Sinn, einen Mann oder ein kleines Mädchen zu ermorden, nur weil sie schwarz ist oder eine Asiatin. Und ich erinnere mich, dass ich wirklich an diesen Überzeugungen festhielt. Und so ließ ich mich immer weiter darauf ein. Ich fing damit an, ihn genauer zu lesen und ich erkannte die Geheimnisse des Korans und die Dinge, die... Und das war, was mich da wirklich reinzog und mein Interesse weckte. Das war, was mich wirklich... Wurden Sie dabei vielleicht auch von irgendjemand anderem angeleitet? Nein, wurde ich nicht. Selbst beigebracht? Ja, selbst beigebracht. Okay. Erneut spulen wir kurz vor. Devin erzählt lediglich davon, dass er auch in eine große Moschee ging, in der er, Zitat, nur gute Menschen kennenlernte, die keiner Fliege etwas zuleide tun würden. Devin zufolge sprach man dort also über keinen der Konflikte oder ähnliches. Dann liefert er aber doch noch etwas Kontext. Wie kam es zu diesem Doppelmord? Hatten seine Freunde vielleicht bereits konkrete Anschlagspläne, von denen er wusste? Ja, sie hatten geplant, runter zur Alligator Alley zu fahren und 500.000 Volt Stromleitungen zu zerstören, die dort der Straße entlang führen. Und wie wollten sie das anstellen? Sie planten, Sprengstoff zu nehmen und ihn an der Basis dieses Dings zu platzieren und ihn hochzujagen. Nur diese beiden Individuen? Auch Brandon. Brandon war auch beteiligt. Erwartete man das auch von Ihnen? Ja, ich sollte dabei auch mitmachen. Auch mit Ihrem aktuellen Glauben? Sie dachten, dass Sie da mitmachen würden? Ja, ich meine, das glaube ich. Ich meine, es ist ein Fakt, dass Sie wollten, dass ich es tue. Ich sage nur, ich glaube, weil es idiotisch von Ihnen war, zu glauben, dass ich losgehen und so etwas mit Ihnen tun würde. Und ich erinnere mich, das radioaktive Material. Er plante, einen Mörser zu bauen und ihn in ein... Da ist ein Atomkraftwerk an der Küste von Florida, nahe der Küste von Miami. Und das versorgt die gesamte Stadt mit Strom. Und Fort Lauderdale und so weiter. Und sie planten, mit einem Mörser radioaktives Material darauf abzufeuern, in diese Kühldinger, in das Wasser darin. Wenn das passieren würde, wäre es zu einer massiven Reaktorfehlfunktion gekommen, was dazu geführt hatte, dass das gesamte Wasser radioaktiv verseucht gewesen wäre. Denken Sie an die Deepwater Horizon Ölkatastrophe, nur dass ganze Teile der Ostküste ausgelöscht würden. Was war der Grund dafür, dass Sie das tun wollten? Weil Sie sind wahnhaft. Also naja, absolut wahnhaft. Waren auch illegale Substanzen involviert? Nein, es waren keine involviert. Das waren also alles unverfälschte Gedanken. Das waren nicht einfach irgendwelche irrationalen Gedanken. Es waren nicht nur einfach irrationale Gedanken, als sie gemeinsam loszogen und sich den Sprengstoff besorgten. Sie haben einen Kerl, der nur deshalb wieder der US-Armee beigetreten ist. Ist das Brandon? Nein, nicht Brandon, jemand anderes aus dem Mittleren Westen, ich denke aus Colorado. Wer ist das? Jason. Jason. Und der Nachname? Den kenne ich nicht. Okay.
Ich fasse die kommenden Minuten wieder kurz zusammen und erzähle euch das Wichtigste. Devin schweift nämlich immer wieder ab, beziehungsweise springt während seinen Ausführungen häufig hin und her. Jason, also der Kerl aus Colorado, hat demzufolge wohl Ausrüstung, Munition und so weiter für die Gruppe vom Militär gestohlen. Devin zufolge schert sich Jason nämlich überhaupt nicht um sein Land, sondern trat dem Militär nur bei, weil er dort lernen wollte, wie man tötet. Den Polizisten ist das aber alles zu allgemein und so wollen sie wieder auf das Apartment und seine Bewohner zu sprechen kommen. Von ihnen war wohl nur Brandon beim Militär. Einer der beiden anderen zwar auch, aber nicht sehr lange. Er ging wohl zur fremden Legion, verließ sie aber bald wieder, weil dort, Zitat, zu viele Schwarze waren. Brandon organisierte wohl auch paramilitärische Übungen, an denen sich neben den vier Menschen aus dem Apartment wohl auch einige andere beteiligten. Doch wie liefen die genau ab? Sie gingen wohl in einen abgeschiedenen Bereich eines Nationalparks und feuerten verschiedene Gewehre und so weiter ab. Die Waffen kamen dabei von Brandon und wurden legal von ihm erworben. Dann erzählt Devin auch noch, dass Brandon ein großes Poster von Timothy McVeigh in seinem Zimmer hängen hat. Timothy McVeigh? Naja, er ist wohl besser unter seinem Synonym bekannt. Oklahoma City Bomber. Am 2. Juni 1997 fuhr der Armeeveteran nämlich eine 2,4 Tonnen schwere, selbstgebaute Bombe vor ein Regierungsgebäude in Oklahoma City, in einem geliehenen LKW. Der Sprengsatz detonierte um 9.02 Uhr Ortszeit vor dem Gebäude. Die Kraft der Explosion beschädigte über 300 Gebäude in der Innenstadt und verletzte über 800 Personen. Die Explosion spürte man dabei noch in 1,5 Kilometern Entfernung. Dann kommt Devin aber wieder auf die Atomwaffendivision zu sprechen, wobei er meiner Meinung nach ziemlich zweifelhafte Aussagen macht. So will er sich etwa daran erinnern, dass er sie absichtlich mit falschen Rezepten für Bomben und so weiter versorgt hat, damit ihre Anstrengungen nicht von Erfolg gekrönt sein würden. Also die der beiden Opfer. Brandon fokussierte sich nämlich ohnehin alleine auf die radioaktiven Ladungen. Sie haben ihm zwar Geld gegeben, aber er hat alles Weitere allein erledigt. Und hat sich Devin eigentlich mit all dem Zeug im Haus keine Sorgen gemacht? Naja, soweit er weiß, reagiert das Allermeiste nicht sensibel auf Erschütterungen. Also nein, denn man könnte es auch auf den Boden werfen und es würde nichts passieren. Ach so, und Brandons Familie wusste wohl sogar über einige dieser Dinge Bescheid und war natürlich nicht begeistert, aber unternahm auch nichts dagegen. Müssen sich die Ermittler irgendwelche Gedanken machen, dass sich im Apartment noch etwas Gefährliches befindet, wenn sie es durchsuchen und so weiter? Nein, nein, nichts ist fertiggestellt, es befinden sich nur die Materialien dort. Aber es ist eindeutig zu erkennen, wofür das Zeug ist. Stimmt, das entsprechende Material wurde tatsächlich gefunden, aber andere Mitglieder der Gruppe sagten wohl aus, dass die Bewohner des Apartments eher Internet-Trolle und keine echte Bedrohung darstellten. Sie posten also wohl ganz gerne auf Fotos, aber das war's dann auch schon. Und wieder andere behaupteten, dass die beiden Opfer ohnehin bereits begannen, das Interesse an der Neonazi-Bewegung zu verlieren und sich anderen Lebensphasen zuwenden wollten. Dann kommt das Gespräch zurück auf Brandon, den Devin von allem am längsten kannte. Das Bombenzeug war wohl immer eines seiner Hobbys, aber in letzter Zeit wurde es mehr. Er fokussierte sich immer stärker darauf. Aber wie passte das zusammen? Was dachte Devin, wie all das enden würde? Und wie stellten Sie sich vor, das weiterhin tolerieren zu können? Glauben Sie, dass sie das an einem Punkt verjagt hätte, oder? Das hätte mich definitiv verjagt, so wie, also heute war ich in einem kritischen Punkt. Ich schickte gerade, ich hatte Skype geöffnet und ich tippte jetzt so etwas wie, Mann, ich packe meine Mist wieder zusammen und gehe zurück nach Orlando, wisst ihr? Also so ziemlich, ihr Jungs könnt mich mal, und ich hatte geplant, das FBI zu informieren oder die lokale Polizei, wenn es notwendig gewesen wäre. Als Sie zum Islam konvertierten. Ja? Wussten Sie da alle davon, oder? Ja. Haben Sie an irgendeinem Punkt versucht, sich Unterstützung oder einen Rat oder so etwas zu holen von irgendjemandem? Also vielleicht aus dem Internet, einem Chat oder... Nein. Also haben Sie einfach weiter mitgelesen bei denen in diesem verschlüsselten Chat? Nein, ich habe nicht versucht, mich an jemanden zu wenden. Ich meine, rückblickend ist das ziemlich dumm, was ich getan habe. Und ganz ehrlich, es fühlt sich beinahe so an. All das fühlt sich irgendwie surreal an, wie ein Traum, wenn das Sinn macht. Aber Sie sagten, Sie gingen in eine Moschee. Ja. Und Sie lasen Texte. Ja. Als Sie zum ersten Mal auf den Koran aufmerksam wurden, ihn in die Hände bekamen.
Ja, und Larsen. Da gingen sie in eine Moschee auf der Sly Avenue. Ja. Sie gingen dahin und sie mischten sich unter Menschen, die sie bis dahin im Visier hatten und realisierten, eigentlich sind sie nicht die... Ja, sie sind nicht das Problem. Ja, exakt. Also sie haben sich nur selbst in ihn vertieft, in diesen Glauben. Ja. Sie haben nicht, dort war niemand Spezielles, der sie beiseite genommen hat und sagte, hör zu. Sie wissen schon. Ja, ich verstehe. Wir planen auch einige Dinge gegen diese oder jene Gruppe. Ja, ja, Sie haben absolut recht. Sie hatten keine Ahnung. Also man kannte dort nicht einmal meinen Namen, denn ich ging nur dahin, um die Texte und so weiter zu lesen, die an diesem Ort waren. Also Sie waren... Ja, Sie waren nur dort, um Ihren Glauben zu praktizieren, so wie es auch jeder Christ tun würde. Oder wer auch immer, der einem bestimmten Glauben angehört. Ja, absolut, absolut. Und dann habt ihr, also Sie haben sich auf all das eingelassen, das Selbststudium, das Lesen. Und Sie sagen, das war der Auslöser dafür, dass Sie so denken, wie Sie es jetzt tun? Ja. Da gibt es niemanden sonst, der Sie rekrutiert hat, oder? Nein, da gibt es niemanden sonst, nein. Okay. Aber Sie gehörten zuvor dieser anderen Gruppe an, die sich, Sie wissen schon, eine ganze Weile in Ihrem Kopf befand. Ja, und ich habe schon länger versucht, einen Weg zu finden, wie ich da rauskommen könnte, ohne als Toter zu enden. Erneut betont Devin, dass Brandon seine Pläne wohl nur wegen seiner Tat nicht mehr umsetzen kann, weil die Materialien aus der Wohnung natürlich konfisziert werden. Aber wenn die Arme der Organisation wirklich so weit reichen, wie er behauptet, dann wird sie das wohl nicht sehr lange aufhalten. Dann kommt er darauf zu sprechen, dass er sich Sorgen darüber macht, was mit ihm im Gefängnis geschieht. Er muss seiner Meinung nach nämlich separat untergebracht werden, in Isolation. Aber nicht, weil er etwa die anderen Insassen fürchten würde, sondern eher im Gegenteil, weil er sehr leicht wütend wird und durchdrehen könnte. Gleichzeitig betont er außerdem, dass er sich helfen lassen möchte. Ihm zufolge sollte er also wohl besser in einer psychiatrischen Anstalt als in einem Gefängnis untergebracht werden. Denn das hat ihm ja auch schon seine Familie geraten. Naja, er wäre nicht der Erste, der mit der Aussicht auf einen schier endlosen Gefängnisaufenthalt auf die Idee kommt, stattdessen lieber in einer, zumindest in den meisten Fällen, weitaus angenehmeren Einrichtung unterzukommen. Denn es fällt auf, dass er, obwohl er scheinbar davon überzeugt ist, psychische Probleme zu haben, weiterhin glaubt, dass seine Handlungen richtig waren. Zitat: Das hat bei den Leuten für Aufmerksamkeit gesorgt, mit Blick auf etwas viel Größeres als das, was heute geschehen ist. Und ich denke, dass ich damit insgesamt definitiv viele Leben gerettet habe. Außerdem fragt Devin dann auch noch immer wieder nach dem FBI, die ganze Sache wäre nämlich zu komplex, um sie in diesem kurzen Verhör gänzlich aufdröseln zu können. Aber so viel sei wohl sicher, Devin kann ihnen noch mehr solcher Organisationen ausliefern. Aber warum hat er das FBI dann nicht einfach vorher alarmiert? Es gibt doch auch Zeugenschutzprogramme und so weiter, wenn er wirklich um sein Leben fürchtete. Handelte es sich bei all dem, was Devin erzählt hat, also vielleicht einfach um paranoide Wahnvorstellungen? Naja, sehen wir uns das Ganze mal genauer an. Überprüft man einige der Angaben, die Devin hier gemacht hat, erkennt man nämlich schnell, dass vieles von dem, was er erzählt hat, nicht einfach nur dem Geist eines psychisch Kranken entsprungen ist, der sich das entsprechend eingebildet hat, sondern ganz im Gegenteil. Die genannten Chats und Organisationen existierten nämlich tatsächlich. Sie trugen sogar genau die Namen, die Devin den Ermittlern genannt hatte. Und dasselbe galt wohl auch für einzelne Benutzernamen und so weiter und so fort. Und auch die Mitgliederzahlen, die Devin mit Blick auf die Atomwaffendivision genannt hatte, etwa 60 bis 70 in ganz Amerika, waren überraschend exakt. Dasselbe gilt übrigens auch für ihre Gründungsgeschichte. Brandon Russell ist nämlich nachweislich derjenige, der die Atomwaffendivision gegründet hatte, wobei er den Namen ganz bewusst wählte, weil er tatsächlich über Kenntnisse verfügte, wie man sogenannte schmutzige Bomben baut, also radiologische Waffen, die aus einem konventionellen Sprengsatz bestehen und bei ihrer Explosion radioaktives Material in der Umgebung verteilen. Und gräbt man noch etwas tiefer, entdeckt man sogar, dass die von vier jungen, fehlgeleiteten Menschen in Florida gegründete Organisation inzwischen in vielen Ländern entsprechende Ableger hat, obwohl sie sich selbst inzwischen bereits aufgelöst bzw. umbenannt hat. Im entsprechenden Wikipedia-Artikel kann man dazu Folgendes lesen. Bis 2019 hatte die AWD in den USA ca. 80 bis 100 Mitglieder und mehr als 100 Bewerber.
Sie organisierte sich gemäß dem Aktionskonzept führerloser Widerstand in voneinander unabhängigen Zellen und bildeten deren Mitglieder an Maschinengewehren und im Bombenbau aus. Drei Mitglieder töteten seit 2017 insgesamt 5 Menschen. Nach der Festnahme einiger Täter verkündete die AWD im März 2020 ihre Auflösung, besteht aber als National Socialist Order weiter fort. Und weiter heißt es dort auch noch, seit 2017 entstanden Teilgruppen oder gleichartige Gruppen in Australien, Kanada, Großbritannien, Osteuropa und Skandinavien. Seit Juni 2018 existiert eine Atomwaffendivision Deutschland, AWDD, mit bis zu 36 Mitgliedern. Als deren Partner erschien im Juni 2020 eine Atomwaffendivision Russland. Im Januar 2021 gründete sich die etwa 25-köpfige Atomwaffendivision Europe. Diese und weitere Gruppen bilden mit der AWD ein Netzwerk von jungen, männlichen White Power Terrorists, die führerlosen Widerstand üben und sich durch eine Propaganda der Tat vom Rechtspopulismus abgrenzen, von dessen Erstarken sie aber zugleich profitieren. Was soll man zu all dem noch sagen? Ein Neonazi konvertiert zum Islam, er schießt 2 seiner ehemaligen Kameraden und glaubt damit etwas Gutes zu tun? Ein paar halbstarke Teenager gründen eine Neonazi-Organisation, deren Ableger sich anschließend beinahe über die ganze Welt erstrecken? Sie bauen Bomben und schmieden Pläne, um ganze Landstriche zu verwüsten, Menschen zu terrorisieren, Chaos zu stiften? Und all das unter den Augen ihrer Familien und Freunde? Was ist da schiefgelaufen? Wie konnte es so weit kommen? Fragen über Fragen, die unbeantwortet bleiben müssen. Aber eines ist sicher, Devin Arthurs ist kein Held, der mit seiner Tat Schlimmeres verhindert hat, sondern ein kaltblütiger Mörder, der einfach so beschloss, 2 Leben auf brutale Art und Weise zu beenden. Etwas, das er letzten Endes wohl auch selbst einsah oder zumindest vorgab einzusehen, denn nachdem er zunächst auf Unzurechnungsfähigkeit plädierte und diverse ärztliche Gutachten vorgelegt hatte, denen zufolge er unter anderem schizophren und autistisch sei, gestand er schließlich seine Schuld doch ein. Und so wurde Devin Arthurs im Mai 2023, also knapp 6 Jahre nach seiner Tat, wegen zweifachen Mordes und der anschließenden Geiselnahme von 3 Menschen zu 45 Jahren Haft verurteilt, wobei er mindestens 25 Jahre davon absitzen muss, bevor er für eine anschließende 15-jährige Bewährung in Frage kommt. Abschließend wollen wir uns nun auch noch ansehen, was Devin Arthurs selbst 6 Jahre später zu seiner Tat zu sagen hatte. War er immer noch der gleichen Meinung wie zuvor? Frau Anwältin, Sie haben zuvor angedeutet, dass Sie davon ausgehen, dass Mr. Arthurs am Ende gehört werden möchte. Ist das korrekt? Ist es. Er erwähnte es mir gegenüber mehrere Male und er hat ein Statement für das Gericht vorbereitet. In Ordnung. Sie können das Mikrofon vor Ihnen nutzen, Mr. Arthurs. Wir stellen eben sicher, dass es an ist und dann können Sie Ihr Statement abgeben. Ich denke, dass es eine echte Tragödie war, dass es tragisch ist, dass diese 2 Menschen ihr Leben verloren und andere Menschen terrorisiert wurden und so weiter. Ich fühle mich furchtbar wegen allem, was geschehen ist. Ich möchte den Rest meines Lebens nutzen, um zu versuchen, mich zu bessern und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, dass ich ein Botschafter gegen Extremismus sein kann und ich würde diesen Moment gerne nutzen, um der Welt zu sagen, bleibt extremistischen Gruppen fern und dass ich versuchen möchte, mein Leben der Aufgabe zu widmen, Menschen von militanten Bewegungen fernzuhalten und so weiter. Ich habe außerdem auch mit verschiedenen Substanzen Erfahrungen gemacht, war süchtig, also will ich mein Leben der Aufgabe widmen, Menschen aus beiden Dingen rauszuhelfen. Ich bin sehr empathisch und ich denke jeden einzelnen Tag an die One-Shooks und die Himmelmans. Ich denke jeden einzelnen Tag an die Leute im Tabakladen. Jeden Tag meines Lebens, selbst wenn ich frei bin, werde ich daran denken für den Rest meines Lebens. Ich habe meiner Familie sehr wehgetan. Ich habe auch den Freunden und der Familie der Opfer wehgetan. Ich denke jeden Tag an sie. Wissen Sie, es tut mir für jeden leid, der darin involviert ist. Es tut mir wirklich sehr leid, was geschehen ist. Ich, also während des Vorfalls war ich 18 Jahre alt und mir wurde von militanten Bewegungen, die aufkamen, das Gehirn gewaschen und so weiter. Ich wusste oder dachte nicht, dass das solche Konsequenzen haben würde und wissen Sie, ich nehme das überhaupt nicht auf die leichte Schulter. Ich denke, es war tragisch für alle Beteiligten und so weiter.
und ich denke, dass ich versuchen könnte, mich zu bessern, zu einem besseren Menschen zu werden und auch die Leben derer, die mich umgeben, zu verbessern. Und ich hoffe, dass ich so etwas tun kann, selbst wenn ich frei bin, mein Leben dem Kampf gegen Extremismus zu widmen und Hassgruppierungen und vielen anderen Dingen. Ich glaube, dass ich Andrews und Jeremys Gedenken am stärksten ehre, wenn ich versuche, ein besserer Mensch zu sein und die richtigen Entscheidungen treffe. Und ich denke, dass ich ein besserer Mann sein kann und ein besserer Sohn und ein besserer Amerikaner und ein besserer Mensch. Ich habe meine Familie enttäuscht, ich habe mich selbst enttäuscht, ich habe mein Land enttäuscht und ich denke jeden einzelnen Tag darüber nach. Und ich bin froh, ich möchte meiner Verteidigung danken für alles, was sie für mich getan haben und wie sehr sie mir ihr Mitgefühl zeigten und mir dabei halfen, einen besseren Weg im Leben zu finden. Und ich möchte auch noch den anderen Menschen in meinem Leben danken, die dasselbe für mich getan haben. Meine Familie, die Menschen, denen ich im Gefängnis begegnet bin, die Wärter und Insassen, die mir beigebracht haben, sie wissen schon, dass meine Religion eigentlich etwas für friedvolle Menschen ist und wie man ein besserer Mann und ein besserer Mensch und so weiter wird. Also dabei werde ich es jetzt belassen, aber insgesamt tut es mir leid. Ich werde versuchen, mich zu bessern und aus der Welt einen besseren Ort zu machen und mich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die ich verursacht habe. Wie alt sind Sie, Mr. Afas? Ich bin 24 Jahre alt, Sir. Naja, nach 45 bzw. mindestens 25 Jahren Haft werden Sie ein alter Mann sein, wenn Sie das Gefängnis verlassen. Und daran schließen dann auch noch 15 Jahre Bewährung an, währenddessen Sie wegen des kleinsten Verstoßes gegen Ihre Auflagen für immer zurück ins Gefängnis müssten. Realisieren Sie das? Absolut. Absolut. Naja, ich habe Ihnen zugehört und ich hoffe, dass andere darauf hören, was Sie gesagt haben und sich nicht eines Tages in einer ganz ähnlichen Situation wiederfinden und so viel Leid auslösen bei so vielen Menschen in den Familien der Opfer und ihrer eigenen Familie. Das kann man wohl nur unterstreichen, denn auch wenn ich Devens reumütigem Vortrag nicht so ganz über den Weg trauen kann, steht zweifellos eines fest, dass es sich hier um ein Problem handelt, das kaum aktueller sein könnte. Denn liest man Zeitungsüberschriften wie diese, die allesamt aus renommierten deutschen Zeitungen stammen, kann einem schon etwas Angst und Bange werden. Neonazi-Gefahrenabwehr. Polizei durchsucht Kinderzimmer von 13-Jährigem in Köln. Brandenburger Polizei vereitelt Anschlagpläne. Jugendlicher Neonazi aus Potsdam soll Sprengsätze gebaut haben. Jugendliche Rechtsterroristen. Wir haben es mit Kindern ab 11 Jahren zu tun. Rechtsextremer Hass im Netz, jugendliche Terrorträume. In Chatgruppe namens Totenwaffen, festgenommener 17-jähriger Neonazi dokumentierte Sprengversuche auf Telegram. Und zuletzt etwas plakativ, aber dafür umso deutlicher, Terror aus dem Kinderzimmer. Was sagst du zu all dem? Lass mich das doch gerne in einem kurzen Kommentar wissen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat und du vielleicht in Zukunft direkt über neue Veröffentlichungen auf meinem kleinen Kanal informiert werden möchtest, dann lass doch gerne ein Abo inklusive Glocke da. So solltest du nichts mehr verpassen, denn schon nächste Woche erscheint bereits ein neues Video hier bei True Crime – Täter überführt. In diesem Sinne noch einmal danke fürs Reinklicken und nicht vergessen, immer schön sauber bleiben.